Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video möchten wir dir drei rückenfreundliche Bauchübungen zeigen, die du hervorragend als Übungsroutine in deinen Tag einbauen kannst. Geht schnell und ist bei regelmäßiger Durchführung super effektiv. Auf die Matte, fertig, los! Los geht's mit Übung Nummer 1. Dafür kommst du einmal in den Vierfüßlerstand. Du stellst deine Hände genau unterhalb der Schultern und die Knie unter dem Becken ausrichten. Die Fingerspitzen zeigen ganz leicht zueinander. Deine Schulterblätter sind Richtung Gesäß, also nach hinten gezogen. Und den Kopf hältst du in Verlängerung der Wirbelsäule und deinen Blick richtest du nach unten zur Matte. Nun stellst du die Füße nacheinander auf, genau so, und du bringst den Rumpf mal in Grundspannung, also Bauch- und Rückenmuskulatur aktivieren. Verstecke nun den Druck unter den Händen und Zehen und löse die Knie vom Boden und bewege so dein Gesäß Richtung Decke. Du kannst die Knie etwa 5 cm vom Boden abheben und das Ganze für 20 bis 30 Sekunden halten. Wenn das nicht sofort klappt, taste dich langsam ran. Vielleicht sind es zu Beginn auch nur 10 Sekunden. Ja, das ist ganz individuell. Jeder nimmt da die Zeit, die für ihn passend ist. Langsam Knie wieder senken. Das war Übung Nummer 1. Weiter geht's mit Übung Nummer 2. Bei dieser Übung liegst du auf dem Rücken. Deine Arme befinden sich gestreckt neben dem Körper und die Handflächen zeigen nach unten. Bei dieser Übung ist es ganz besonders wichtig, dass die gesamte Rumpfmuskulatur aktiviert wird. Das erreichst du, indem du den Bauchnabel Richtung Wirbelsäule ziehst. Versuche, diese Grundspannung während der ganzen Übung beizubehalten. Du hebst jetzt deine geschlossenen Beine angewinkelt an. Die Knie stehen dabei über der Hüfte und die Unterschenkel sind parallel zur Decke, also dass ein 90-Grad-Winkel im Unterschenkel und Oberschenkel entsteht. Hebe nun deine gestreckten Arme auf Schulterhöhe an, bringe das Kinn ein bisschen zur Brust und beginne die Arme rhythmisch auf und ab zu bewegen. Halte dabei deinen Rumpf ganz ruhig und mach nur diese kleinen Pumpbewegungen in der Luft. Auch hier gilt das gleiche wie zuvor, 20 bis 30 Sekunden. Das ist ganz individuell. Achtet hier darauf, dass die Lendenwirbelsäule am Boden ist. Ganz, ganz wichtig. Dann langsam Kopf ablegen, Arme ablegen und die Beine wieder aufstellen. So, weiter geht's mit der dritten und letzten Übung. Dazu kannst du in Rückenlage bleiben und einmal das rechte Bein anstellen. Das linke Bein kannst du langsam so weit anheben, dass ein 90-Grad-Winkel im Knie-Hüftgelenk entsteht. Mit beiden Handflächen gibst du nun Druck von vorne gegen den linken Oberschenkel, während dieser aber in Richtung Kopf dagegen hält und sich nicht wegdrücken lässt. Zieh dabei den Bauchnabel zur Wirbelsäule und versuch die Lendenwirbelsäule flach auf den Boden zu drücken. Halte die Anspannung für 10 Sekunden, bevor du langsam den Druck wieder löst und dann zur anderen Seite wechselst. Genau, hier wieder Druck aufbauen. Achte in jedem Fall darauf, dass du ruhig und entspannt weiteratmest. Und die Luft bei dieser Übung bitte nicht anhalten. Als Richtwert kann man sagen, pro Seite 5 Mal. Wir machen jetzt jede Seite nur einmal und ihr probiert euch zu Hause einfach ein bisschen aus. Wenn dir unser Video gefallen hat, dann freuen wir uns total über einen Daumen nach oben. Wenn du Fragen zu den Übungen hast, kannst du die Kommentarfunktion nutzen und uns einfach mal schreiben. Wir freuen uns auch, wenn du unseren Kanal abonnierst. Für mehr Infos bezüglich Gesundheit schau mal auf unserer Website und da speziell auch im Blog vorbei. Wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal.